So Leute, ich bin's wieder, MC Arschl, und es geht gleich weiter. Und zwar hat man gesagt, braucht man sonst irgendwo Kupfer außer jetzt für diese Platten. Brauchst du Kupfer? Nein. Brauchst du direkt Kupfer? Nein. Das heißt, das Einzige, was wir brauchen, 1,5 Kupfer für diese Dinger hier. Kupferkabel werden aber relativ schnell produziert. Aber das heißt für mich, ich kann dich hier hinsetzen. Kann dir hier so eine Dinger andrücken. Oder aufdrücken. Was auch immer. Ich habe noch so einen Brenner, den werde ich. Also der ist vom Stein, den werde ich da dann auch gleich wieder ansetzen. Kupferkabel. So, die gehen nichts. Die gehen nichts. Die gehen gleich weiter in Platten, hier Dingsproduktion. Obwohl, die werden, glaube ich, schnell genug produziert. Da können wir auch, glaube ich, zwei draus machen. Da sagen wir immer so. Da sagen wir, sobald wir wieder Eisen haben, immer so. Ja, dann kommt hier hin. Du bist damit beauftragt. Bist damit beauftragt. Jetzt brauche ich noch Eisenplatten. Wie gesagt, die Dinger, die werden erstmal weitergeführt. Brauchen wir später ja nochmal. Die brauchen wir nämlich für die Knickarmroboter selbst. Oder brauchen wir die hier auch nochmal? Nein, hier brauchen wir bloß die Knickarmroboter. Die Fließbandproduktion haben wir hier schon. Das werden wir dann aber da erstmal so machen. Dich werden wir verlegen. Kommst dahin. Du kriegst da deinen Strom. Können wir dich nämlich schon mal bauen. Hier ist nochmal ein Fließband. Kommt, die packen die da nämlich Bäder rein. So, was baue ich jetzt? Ich baue jetzt die Produktion für diese Dinger. Ist blöde baut mit der Munition, da muss ich gleich mal gucken. Ne, eins noch höher. Zwei Fließbänder. Und zwar wird hier hergestellt. Ne. Dich. Dich stellen wir daher. Jetzt brauchen wir nur noch die Knickarmroboter. Hier werden die Kabel hergestellt. Da werden die Kabel hergestellt. Also solange sie nicht mehr Kupfer da oben wieder angreifen. Da werden Kabel hergestellt. Jetzt haben wir schon die Kabel hierfür. Das heißt, wir brauchen jetzt das noch mit Eisenplatten. Kupferkabel haben wir. Ne, der muss auf jeden Fall anders stattfinden. Da werde ich aber, denke ich mal, hier nur den Turm vorsetzen. So, und dann einfach eine Unterführung. Der Turm kommt da wieder hin. Kriegt gleich auch seinen Stromanschluss wieder. Und dann passt der Kreislauf schon zumindest wieder. So, hier kommt das wieder. Du gibst da rein, du da rein.
Also hier werden jetzt die Dinger hergestellt. Ah ne, die werden hier schon hergestellt. Moment. Hier fehlen nur noch Eisenplatten. So, das ist ein bisschen laut. Das heißt, da kommt also was anderes rein. Und zwar brauchen wir die Knickarmroboter. Zahnräder kriegt ihr gleich. Zahnräder müssen hier noch rein. Die haben wir auch gleich. Das heißt, die brauchen jetzt bitte nur Eisen. Tricky. Wenn das Ding da weg ist, passt das. Okay. Das Ding weg. Die scheinen trotzdem noch Strom zu haben. Wunderbar. Moment, die brauchen nur Eisen. Das heißt, ich wollte hier gerade einen Splitter einbauen. Mir erstmal ein paar Eisenplatten mehr holen. Wo ist mein Splitter? Ja, Mann. Ne, da ist ein bisschen blöde. Da passt da halbwegs hin. Gut, war auch gelogen. Da passt da halbwegs hin. So passt das. Wieso streiten die sich jetzt nicht um? Kriegst du auch Strom? Der kriegt seine Eisenplatten. Du kriegst deine Eisenplatten. Kabel kriegst du ja von hier oben. Oder hat der schon wieder keinen Strom? Jedoch, der hat doch Strom. Aber weil da noch zu viele Kabel drin sind. So, weil die hier schon produziert haben, wird nicht neu drin gefüllt. Jetzt verstehe ich's, weil der hier nur Platten braucht. Ups. Was war jetzt? Zu weit. Da hat er erstmal noch davon hergestellt, deswegen macht er jetzt erstmal noch. Dinger gehen jetzt hier rein. Gleich hier in unseren Roboterarm, der das da reinhaut. Ich glaube, hier drüben bin ich viel zu weit drauf eingegangen. Hier produziert, glaube ich, viel zu viel von diesen Dingern. Also sei egal. Der produziert auch schon schnell. Der braucht nur relativ langsam. Oder der ist relativ langsam. Das heißt, Förderbänder produzieren wir ja noch. Und der ist wirklich lahmarschig hier. Der ist wirklich richtig lahmarschig. Gucken wir mal, ob ich da vielleicht nicht noch einen produzieren lassen kann. Oder ob ich das hier nicht irgendwie verbessern kann. Hast du keinen Strom? Da hast du den Strom wieder. Muss das Ding hier mal ein bisschen verrutscht werden? Kann ich das wieder übers Förderband machen lassen? So. Hier haben wir die Greifarme.
Da war ich. Du kriegst erstmal Strom. So, als erstes bist du erstmal umgelenkt. So. Obwohl, der kann auch eh nach unten. Kann der auch noch eh nach unten? Nicht der da sein Anschluss erstmal. Was sagen die Kraftwerke? Noch nicht volle Ausleistung, das ist gut. Nee, du kommst hier hinten lang. Nicht da, sondern da. Das heißt, du kriegst da einen drin. Dann kommen wir nochmal dahin. Dahin, dahin. Da nochmal welche. Weil der will ja denn nicht auch. Nee. Hiervon. Der soll sich die greifen. Der soll sich auch die greifen. Den kriegen nochmal Power. Du stellst das her. Du stellst das her. Nee. Obwohl, doch, hier ist es, glaube ich. Nee, mache ich doch mal anders. Mache ich doch so. Stell da nochmal in so einen Posten in der Mitte hin. Ne, kein Holz. Wozu brauche ich dich? Aber hey, ich habe hier noch einen übrig. Das muss ich mal ein bisschen anders hier machen. So, jetzt passt es auch. Das heißt, wir haben jetzt unsere, ja, Forschung automatisiert. Das heißt, ich werde jetzt erstmal forschen lassen. Ich werde mich oben noch ums Kupfer ordentlich nochmal ein bisschen kümmern. Wo ich auch erstmal wieder ein paar Dinge nachbessern muss. Oh, jetzt gehen die Dinge hier aber wieder hoch. Auslastung, volles Rohr. Negativ. Wir haben Kupfer erstmal ja noch, so ist nicht. Wir werden nicht so viel Kupfer verbrauchen. Wir haben eine viel zu große Schmelzanlage dafür. So wenig wie wir da erzeugen. Verbrauchen. Zeugen tun wir zu viel. Naja, aber auf jeden Fall funktioniert das mit dem automatischen Forschen jetzt schon. Gehen wir mal hier noch hin drauf. Da habe ich wieder kein Holz, war. Oh, Turm. Da haben sie den Turm zerstört. Bäm, bist weg. Fenster. Also, Licht brauchen wir jetzt auf jeden Fall hier wieder. Hier wieder. Da kommt erstmal ein neuer Turm mit. Ich habe auch schon ungefähr einen Plan, wie ich die Dinger hier fertig machen kann. Also unten die uns da immer so schön guten Tag sagen kommen. Diese Böden, genau, blöden Viecher da.
Ne, für noch eins, da müssten wir das Förderband, glaube ich, ein bisschen anders hinlegen. Aber wir können es ja mal probieren. Das hier zumindest. Das müsste dann so hingelegt werden. Greifen sie denn jetzt wieder an? Wir sind schon tot. Haben den Turm wieder halt mitgenommen. Das ist doch blöd, sind die. Sag ich doch, dann hätten wir das Ding. Obwohl, hätten wir gar nicht. So, so. So bleibt einfach schön gerade. Ups, habe ich aber ordentlich viele hier mal. Setze ich hier gleich eine Truhe hin. Dann Typ, der darauf setzt. Und dann kannst du da reingegeben werden. Hier kriegt jeder eine Flasche. Du kriegst eine. Du kriegst eine. Du eine. Bin ich die nämlich auch wieder los. Du kriegst eine. Dann baue ich nochmal so ein Ding hier. Der gibt schon alle da wieder rauf. Das ist gut. So, da haben wir dann unsere Forschung schon mal ein bisschen automatisiert. Förderbänder produzieren wir mehr als hier noch. Butter produzieren wir mehr als hier noch. Kupfer verbrauchen wir so gut wie gar nicht. Eisen produzieren wir mehr als hier noch. Wenn man sieht, wir produzieren gerade aus 2, 3 Öfen immer. Gut, jetzt werden es ein paar mehr, weil wir ein bisschen mehr gerade verbraucht haben. Aber wir haben auf jeden Fall noch Platz, vor allem in den Öfen. Man sieht es ja hier. Die produzieren wieder bis 100 und dann produzieren wir bloß über wenige Öfen. Also da haben wir mehr als genug Potenzial noch. Aber das müssten wir auch nochmal verbessern. Dass wir noch mehr Potenzial aus der Anlage rausholen. Aber das machen wir, wie gesagt, erst, wenn ich hier ordentlich Bums habe. Das heißt, ich werde davon nochmal ein paar herstellen. Werde meine Türme hier noch ein bisschen reparieren. Partisation wieder um. Aber wir haben geschafft, was wir wollten. Ja, Automatisierung der Forschung. Die, damit haben wir uns ja auch nicht so schlecht angestellt. Das heißt, ich werde... Und Waffen haben wir uns auch. Wir lassen uns nämlich gerade noch Granaten herstellen. Ist auch nicht zu fach. Du bist aber noch eine Maschine 1. Wir haben nur noch Maschine 1, die Kupfer... die Zahnräder herstellt. 2 davon. Das ist auch mehr als zu viel. Was ich aber auf jeden Fall jetzt mal mache, das Ding hier weg. Dafür da eine hin. Weil ich will ein paar mehr Granaten haben. Wir brauchen ordentlich viele, also so ist nicht. Granaten. Na, mal gucken, kommen wir hinterher mit dem Auffüllen. Sieht aber super aus. Jawohl. Gut, wir haben auch die schnellen Dinger. Das ist also nicht so das Problem. Den kommt gleich noch. Den machen wir mal mit zur Kohle hier noch mit hin. Eisen ist jetzt erstmal egal. Eisensteine haben wir erstmal hier noch. Sekunden. Was bräuchten wir zum Craft? 8 Sekunden. Na gut, ich habe es auch noch nicht verschnellert. Wir haben ja noch keine Upgrades. Module haben wir ja noch nicht drin. Die können wir erst erforschen, wenn wir... Ich wollte mal doch wenigstens nochmal schnell verabschieden. Er hat da einfach mal die Festplatte vollgeschmissen. Also wie gesagt, ich wünsche euch noch viel Spaß beim, was immer ihr gerade macht. Ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arschl. Bye, bye. Beim nächsten Mal werde ich ein bisschen geforscht haben. Also, ciao.